Ja, herzlich willkommen. Ich werde in diesem Video zunächst eine kurze Einführung zum Thema Doppelintegrale geben und danach die Aufgabe A1 bearbeiten. Okay, Doppelintegrale. Hier ist es so, dass wir halt zweimal integrieren müssen. Schauen wir uns erstmal das linke Integral an. Hier haben wir das innere Integral von y gleich c bis d, fx y dy und das äußere Integral, Integral x gleich a bis b dx. Wir sehen, die grünen, die gehören immer zusammen, das heißt die beiden inneren, also das Integral y gleich c bis d gehört zum dy und das Integral x gleich a bis b gehört zu dem dx. Ja? Wir können das Ganze natürlich auch so rumschreiben, dass wir erst y gleich c bis d, dann x gleich a bis b als inneres Integral haben und wie gesagt y gleich c bis d als äußeres. Ja? Wie geht man hier vor? Wir werden immer zunächst das innere Integral lösen und dann das äußere. Ja, kann sich merken, immer von innen nach außen. Ja, also zuerst das Innere, dann das Äußere, immer von innen nach außen. Bei konstanten Grenzen, wie das jetzt hier bei mir der Fall ist, a, b, c und d, dann darf ich die Integrationsreihenfolge tauschen, ansonsten nicht. Ja. Was ganz wichtig ist, genauso wie bei partiellen Ableitungen, ist es auch hier so, wenn wir nach x integrieren, ist y konstant. Wenn wir nach y integrieren, ist x konstant. Ja? Das müssen wir uns merken. Ansonsten gelten die gleichen Integrationsregeln wie für Integrale mit Funktionen, von Funktionen mit einer Variablen. Ja? Okay, fangen wir an. Wir haben hier Aufgabe A1, Integral von 0 bis 1. Integral von 0 bis y Quadrat, e hoch xy dx dy. Und wir fangen jetzt mit dem inneren Integral an. Also wir integrieren e hoch xy nach x. Ja. Schreiben wir das ein wenig um, also Integral von 0 bis 1, Integral von 0 bis y Quadrat und e hoch 1 durch y mal x dx dy. Für dieses Integral gehen wir einmal in die Integraltafeln und da sehen wir Integrale mit e hoch ax, Seite 499. Das ist das erste Integral. Dann kopieren wir das einmal Integral 312. Gut, das heißt, unser a ist in diesem Fall 1 durch y. Ja, 1 durch y ist ja die Konstante. Ja, also a gleich 1 durch y. Setzen wir ein, kommt raus, Integral von 0 bis 1, das bleibt erstmal stehen, das innere Integral wird die Stammfunktion gebildet, ist also 1 durch a, also 1 durch 1 durch y, mal e hoch ax, also mal e hoch 1 durch yx. In die Grenzen von 0 bis y Quadrat, dy. Ja, erstmal nach x integriert. Gut, jetzt müssen wir natürlich, wenn wir nach x integriert haben, die Grenzen auch für x einsetzen. Ja? Okay, also Integral von 0 bis 1. Wir setzen erstmal y Quadrat ein. Vielleicht formen wir das vorne hier nochmal um. Das hier ist ja nichts anderes als y. Ja? Das heißt, da steht y mal e hoch y Quadrat durch y, also e hoch y. Dann setzen wir 0 ein, also minus y mal e hoch 0. E hoch 0 wissen wir auch, e hoch 0 ist 1. Ja? Irgendwas hoch 0 ist immer 1, dy. So, ist dann gleich Integral von 0 bis 1 y mal e hoch y minus y dy. Gut, dann bilden wir die Stammfunktion. Jetzt haben wir nur noch ein Alpha-Integral. Ja? Also, wenn wir das erste, das innere Integral gelöst haben, das äußere Integral ist noch ein ganz gewöhnliches Alpha-Integral, was wir schon oft gemacht haben. Gut, bevor wir das lösen, schauen wir nochmal für y mal e hoch y rein in die Formelsammlung. Und da sehen wir, okay, da finden wir Integral 313. Y ist bei uns. Hier in der Formelsammlung steht ja immer von x abhängig, aber wir müssen halt
y einsetzen. Ja? Okay, das heißt, Stammfunktion ist also erstmal ax, also a ist bei uns 1 hier. Das heißt, y minus 1 durch 1 Quadrat mal e hoch y in den Grenzen von 0 bis 1, aber noch minus y, das müssen wir auch noch die Stammfunktion bilden, also minus y Quadrat halbe. Und jetzt in den Grenzen von 0 bis 1 setzen wir die 1 ein, dann kommt da erstmal raus, 1 minus 1 ist 0, mal e hoch 1, minus 1 Quadrat, also 1 halb, dann minus untere Grenze eingesetzt, 0 eingesetzt, steht da, minus 1 mal e hoch 0, minus 0. Ja, bei e hoch 0 wissen wir wieder, da kommt 1 raus. Was bleibt dann übrig? Der Teil hier vorne fällt weg. Dann steht da minus 1 halb minus minus, also plus 1. Das Ergebnis ist also 1 halb.